macht das wunderbar! Was ist denn da los? Das war's. Hallo und herzlich willkommen zu LOL Kompakt, dem wohl kompaktesten Format, seitdem Ezreal im Jungle gespielt wird. Ja, wie auch in den letzten Wochen wird LOL Kompakt natürlich auch weiter durch Produktplatzierung unterstützt. Allerdings in dieser Woche erstmal das letzte Mal die Möglichkeit, eine Western Digital Black SSD für euch zu gewinnen. Deswegen jetzt nochmal abstimmen, die Begegnung zwischen Splice und H2K im Regional Qualifier im Best-of-5-Format nochmal in die Kommentare einen Tipp abgeben und mit etwas Glück eine tolle SSD gewinnen. Bevor jetzt gleich die Spoilerwelle zuschlägt, wollen wir natürlich nochmal das Match of the Week verkünden und das ist Fnatic gegen H2K. Ja? Finale, dritter Platz, wer hier, wen, wo, wie, was, das war auf jeden Fall eine packende Partie. Auf jeden Fall mal reinschalten und das Ganze nochmal angucken, lohnt sich auf jeden Fall. Beide Teams haben dann nochmal Gas gegeben und das macht auch Laune dann auf das Qualifier-Finale möglicherweise, wenn H2K es schafft, bis Sonntag durchzuhalten. Deswegen auf jeden Fall gerne mal anschauen. So, und jetzt ist Spoiler-Alarm angesagt. Ab dafür. Ja, wie eben schon angekündigt, in Europa fanden in dieser Woche die Spiele um Platz 3 und das große Finale natürlich in Paris statt. Und dementsprechend haben sich da dann auch vier Teams ein bisschen gebattelt. Ne? Am Samstag haben wir dann gesehen, H2K gegen Fnatic in 5 packenden Partien haben die sich hin und her die ganze Zeit ja, die Köpfe abgerissen. Das erste Spiel gewinnt H2K, Fnatic dann 2 Spiele wieder, dann gibt es das 2-2 und dann im Endeffekt hat das 3-2 Fnatic dann nochmal den dritten Platz gesichert. War auf jeden Fall wirklich sehenswert und wie gesagt auch im Match of the Week. Am Sonntag fand das Finale zwischen Hubblepubs und G2 statt. Da haben wir aber eine eindeutigere Partie gesehen. G2 mit 3-0 gegen die Misfits bestanden. Eine ziemlich eindeutige Leistung auf jeden Fall. Trotz alledem haben die Misfits sich nicht einfach geschlagen gegeben. Sie haben wirklich hart gefightet. In allen 3 Games haben sie ihr Bestes gegeben. Es hat aber nicht sollen sein. Im dritten Spiel haben wir sogar noch mal einen Draven von Hans Sommer gesehen. Der hat am Wochenende noch Geburtstag. Und als Franzose hat er sich in Paris natürlich noch mal ein bisschen feiern lassen. Das war natürlich sehr schön. Und damit aber trotzdem G2 weiterhin die Kings of Europe. 4-mal in Folge gewinnen sie jetzt einen Split und sind damit besser dran als Fnatic, die es nur 3-mal geschafft haben. Aber hier trotzdem nochmal Glückwünsche gehen natürlich raus. Beide Teams sind im Endeffekt aber bei den Worlds vertreten. Die Misfits also sowohl als auch G2 bei den Worlds mit dabei. Das dritte Team wird sich dann noch entscheiden. Außerdem am Wochenende wurde auch der MVP gekrönt. Ja, der gute Reckless, AD Carry von Fnatic, hat die Trophäe erhalten. Wurde sogar nochmal ein bisschen emotional. Also ich glaube, nach den ganzen Strapazen, auch im Spring Split, hat er sich da auch mal nochmal ja, von der verletzlicheren Seite zeigen dürfen. Und im Endeffekt aber auch trotzdem verdient, weil er hat eine astreine Saison gespielt. Also zumindest der Summer Split, da hat er auf jeden Fall nochmal richtig Gas gegeben. Und Fnatic auf jeden Fall hier und da nochmal unter die Arme gegriffen. Tolle Leistung, herzlichen Glückwunsch Reckless und jetzt geht's weiter. Ja, auch in der NA-LCS wurde der Summer Split jetzt beendet. Im Spiel um Platz 3 hatten wir dann CLG gegen Dignitas. Auch eine ziemlich eindeutige Kiste. CLG gewinnt hier mit 3-0 gegen Dignitas. Also die Jungs hatten da gar keine Chance. Finale trafen sich dann TSM und Immortals. Das wahrscheinlich spannendste Spiel des gesamten Splits. Trotzdem auch hier eine relativ eindeutige Sache. TSM gewinnt mit 3-1 gegen die Immortals. Aber auch beide Teams hier wieder bei den Worlds vertreten. Das bedeutet also, die Immortals sowohl als auch TSM sind bei den Worlds mit dabei. Groups Stage, here we go. Und der MVP von der NA-LCS war hier sogar Bjergsen. Ja, also da wurde hier auch nochmal ein bisschen gefeiert. Herzlichen Glückwunsch, gehen natürlich auch nochmal da raus. Und jetzt geht's nach Korea. Ja, denn in Korea, also in der LCK, sind sogar die Regional Qualifiers schon durch. Das bedeutet, alle Teams, die zu den Worlds fahren aus Korea, die sind jetzt schon mal festgelegt. Ja? Nachdem Longsu Gaming dann im Finale gegen SKT gewonnen hatte, haben sie sich dann auch nochmal qualifiziert. SKT war zu dem Zeitpunkt sogar schon qualifiziert für die Worlds. Und das dritte Team sind dann die Jungs von Samsung Galaxy, die sich dann jetzt nochmal in Regional Qualifier auch gegen KT Worldstar unter anderem noch durchgesetzt haben. Erst gegen Africa Freaks, dann KT Worldstar, jetzt als nächsten Step die Worlds. Mal sehen, wie die Koreaner sich da schlagen werden. Wir bleiben auf jeden Fall gespannt. Ja, dann gehen wir mal einen Step weiter zur APL. Da trafen dann jetzt die Jungs von Invictus Gaming auf OMG und da haben sie sich gut durchgesetzt. Dann trotzdem aber im Finale mussten sie sich gegen die World Elite geschlagen geben, die somit dann natürlich auch zu den Worlds fahren. Außerdem mit dabei Edward Gaming und die Jungs von Royal Never Give Up. Das wird auf jeden Fall auch spannend. Also tolle Teams auf jeden Fall mit dabei. Und jetzt gehen wir rüber zur LMS. Ja, und in der LMS haben wir dann Hongkong Attitude gesehen, die gegen Rise Gaming gespielt haben, mit 3-0 gewonnen haben und somit dann auch mit am Start sind. Außerdem mit dabei die Flash Wolves und der HQ Esports Club. Die sind auf jeden Fall mit am Start. Ebenfalls zu Ende ist jetzt auch der Summer Split in Brasilien. Da haben wir eine kleine Überraschung erlebt, denn die Jungs von Timon Esports und Pain Gaming standen im Finale und man hat eigentlich damit gerechnet, dass ein TZ und Red Canids, die eigentlich den ganzen Split über weiter oben standen, das Ganze mal reißen werden. Aber nix da, Pustekuchen. Die Jungs von Timon Esports und Pain Gaming standen im Finale. 3-1 ging das Ganze für Team One aus und die sind jetzt auf jeden Fall
glücklich. Ja, und das war's auch sogar schon hier für diese Woche von LOL Kompakt. Und dementsprechend wollen wir natürlich mal den Gewinner von der letzten Woche noch einmal verkünden. Und das ist Agent ZZ oder Agent ZZ, wie auch immer. Dir auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch zur SSD. Viel Spaß damit. Wir schicken dir das Gerät zu und dann kannst du das einbauen und Spaß haben. Und ja, ich darf mich jetzt mal verabschieden. Deswegen tschüss und Klappe zu. Affe tot.